Hallo? Liebe Demonstranten, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, vorweg eine Frage. Habt ihr schon mal etwas über Alfred gehört? Ich werde nun kurz schildern, worum und was, um was es sich handelt. Alfred bedeutet Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Mit Alfred lässt sich die EU den Nachfolger von ACTA einfallen, da SOPA, PIPA, ACTA mittlerweile der Schnee von gestern sind. Nun, da teilweise gescheitert ist, werden die Maßnahmen in den Entwürfen von Alfred und Alfred 2 eingehoben. Alfred 1 wurde schon im Jahr 2004 geheim diskutiert. Was geschieht noch alles hinter unserem Hintergrund, unserem Rücken? Alfred ist genauso schwammig formuliert wie ACTA. Angeblich stehen nicht alle Parlamentarier hinter ACTA und Alfred. Aber wie sollen wir das noch alles glauben können? In Alfred steht vor allem, dass Dritte und Provider in Verantwortung genommen werden. Nach Angaben soll es Alfred nicht auf jugendliche Fallschirme abgesehen haben, sondern eher auf die Piraterie im großen Stil. Aber kaufen wir Ihnen das ab? Schärferrichtlinien gegen Webseiten mit urheberrechtlichen verletzenden Inhalten sollen in Kraft treten. Doch über Maßnahmen wie zum Beispiel Blockaden, Beschlagnahmen und etc. weicht sich das Blatt jedoch aus. Keine Angaben über was und wie werden gemacht. Empört uns das nicht, dass alles geheim gehalten wird? Die Bundesregierung sprach sich zwar vor einem Jahr gegen die Three-Strikes-Regel und Websperren aus, doch wir müssen erwarten, dass auch dies in Erfurt steht. Schon am 28. und 29. Mai 2009 wurde in Reykjavik festgestellt, dass der Zugang zu Internetdiensten, ebenso die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die die Ausübung demokratischer Bürgerrechte betreffen. Wir können ja verstehen, dass ihr die Marken und Industrie schützen wollt, aber das geht zu weit. Wir können und dürfen eine totale Überwachung nicht akzeptieren. Stimmt ihr mir zu? Der Entzug des Internetzuganges durch die erwähnte Kooperation zwischen Zugangsanbietern und Rechtsinhabern soll auf Zuruf der Rechtsinhaber erfolgen. Dies kann im Falle zur Umkehrung der Beweislast führen. Wenn ein Betroffener seinen Internetzugang zurückhaben will, muss er dagegen klagen und seine Unschuld beweisen. Jedoch gilt nun nicht mehr das Prinzip der Unschuldvermutung, sondern es wird erneut versucht, jede Person und jeden einzelnen Menschen unter Generalverdacht zu stellen und zu kriminalisieren. Können wir uns das alles noch gefallen lassen? Liebe Bundesregierung, lieber Rechtsstaat, wie kann es sein, dass Vergewaltiger 4 Jahre lang im Knast sitzen, währenddessen Inhaber von illegalen Seiten 25 Jahre oder mehr im Knast verweilen dürfen? Protestiert für unser Recht, erhebt eure Stimme, demonstriert ohne Gewalt. Laut rufen wir es aus uns heraus, denn wir wollen keine totale Überwachung. Hallo, sehr gut. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir fangen dann jetzt nach den ersten Redebeiträgen mit unserer Demonstration an. Wir haben, und zwar
würde ich die Leute mit dem Frontbanner hier vorne links, euch würde ich bitten, dass ihr euch gleich ganz vorne schon mal so ein bisschen einsortiert. Dann so dahinter alle mit anderen Bannern. Es gibt eine ganz tolle Aktion mit Foo Faces. Wir hatten Foo Faces. Kann ich mal die Foo Faces sehen? Genau, also das sind die Foo Faces, die vor dem Banner mit wir wissen, was ihr im Sommer vorhabt, vielleicht mitlaufen können, das wäre super. Ja, und ansonsten machen wir hier jetzt noch ein bisschen Musik, sortieren uns ein bisschen und dann gehen wir erstmal Richtung Königstor und besuchen die VG Musikedition. Ich bin
Hallo Kassel, danke, dass ihr da seid, das ist super! Also ich weiß ganz genau, warum ich heute demonstriere. Ich demonstriere, damit Forschung und Wissen, das öffentlich finanziert wurde, auch weiterhin öffentlich bleibt. Ich bin ein kleiner studentischer Mitarbeiter an der Uni Kassel. Ich arbeite in den sogenannten Online-Fantasie-Schulbuden, Schulpädagogik. Was wir da machen ist, wir bringen die neueste Forschung, die neueste Analyse direkt an die Lehrer, direkt an die Studenten, die mal Lehrer werden sollen. Also eigentlich eine gute Sache, oder? Aber schon das Urheberrecht, der Urheber, auch schon das Urheberrecht, das wir jetzt haben, behindert uns. Drei Viertel aller Materialien, die jetzt im Wissenschaftsmarkt sind, sind für uns nicht mehr erhältlich, sind für uns nicht mehr zu veröffentlichen. Und warum? Weil sie Teil einer Verwendungskette geworden sind. Das fängt an, dass wir Steuerzahler, wir, wenn wir was kaufen, mit unserem Geld Professoren in ihrer Forschung finanzieren, ihre Mitarbeiter finanzieren, ihren Arbeitsplatz finanzieren und den ganzen Campus gebaut haben. Und wenn der braucht, dann was veröffentlicht, wer steckt das Profil ein? Der Verlag. Das ist scheiße. Und dann kommt das noch nicht genug wäre, wenn ich das Buch dann in die Bibliothek kaufe, dürfen wir gleich nochmal zahlen. Nicht einfach auf das Buch behalten, nein. Wir zahlen dann Geld, das Buch auszuleihen. Das ist genau scheiße. Und um der ganzen Manipulation auszusetzen, wollen Verlage dann auch noch, dass wir nicht zu viel probieren aus den Werken, die von uns finanziert wurden. Das kann aber nicht wahr sein. Und ACTA ist hier besonders gefährlich. Es ist so schon scheiße gut mit dem Urheberrecht, was wir jetzt haben. ACTA aber kann auch Ideen patentieren. Und da liegt die eigentliche Gefahr. Jetzt schon wird die Forschung und Urheberrecht behindert. Wenn ACTA kommt, heißt das für unser Fall erschienen eine Katastrophe. Dann können wir zumachen. Was wir brauchen, ist ein Urheberrecht, wo der Urheber auch tatsächlich das Geld bekommt. Das ist das Erste. Wir brauchen zweitens ein Urheberrecht, wo Forschung und Wissen, ist, das von der Öffentlichkeit bezahlt wurde, auch der Öffentlichkeit zugutekommt. Und drittens brauchen wir ein Urheberrecht, wo jeder, der am Forschungs- und Wissensprozess, das heißt auch ihr alle, teilnimmt, dieses Wissen auch frei weiterverteilen kann. Also lasst euch ja nicht einreden, lasst uns ja nicht einreden, wir werden hier irgendwie egoistisch und würden für Computerspieler nicht mit Reisen auf die Straße gehen. Nein, hier geht's ans Eingemachte. ACTA muss nicht verändert werden. ACTA muss weg. Dankeschön. Nicht mehr zugänglich.
Rennversagen auf Internet und die Batterie herrscht, wird das Internet und Telefonie ausgeschaltet. Dann wird zu Hause nichts mehr. So wie Texte und Texte aus Zeitungen und Büchern zu kopieren bzw. zitieren wird auch verboten. Das hat einen sehr großen Nachteil für die Schulen. Und wir haben eine Familie, weil die müssen sich leisten können. Das können sie dann nicht. Die Pharmaindustrie wird darunter auch leiden, dadurch, dass billigere oder kostengünstigere Medikamente nicht mehr zulässig sind, werden vom Markt genommen. Dann noch zu mir jetzt, wo ich halt zugegen bin, ist diese komplette Überwachung von ACTA. Das kann nicht sein. Wir sind ein freier Staat, da werden wir überwacht, das ist nicht normal. Dann die Freiheitsberaubung im Internet. Man wird die ganze Zeit kontrolliert, selbst E-Mails werden gecheckt. Das ist alles nicht mehr okay, das geht gegen die Menschenrechte in meinem Sinne. Thank you.
denn das seid ihr, Ideen zu haben. Nicht jedem von uns gefällt dieses Schild, das da steht, und wir werden es nachher leider wieder runterholen. Das ist ein großer Vorteil, aber es ist die Polizei nicht mehr. Aber ihr habt alle da oben was drin. Ihr habt Kreativität und die lasst ihr euch hoffentlich auch von ACTA nicht nehmen. Nutzt eure Kreativität für Aktionen. Bitte wirklich keine Lege illegal, sondern überlegt euch, wie könnt ihr, bis das Ganze vom Tisch ist, dass ihr immer wieder kein Dolly. Wenn das Ding einkaufen würde, wir hätten nicht fest. Ja, ich halte auch wieder drauf. Damit man sich ein Ding als Artikel 8.
Verträge zwischen öffentlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sind im Sinne des transparenten Staates öffentlich und die Vertragsverhandlung nachvollziehbar. Artikel 12. Nationale Gesetzgeber und zivile Interessengruppen werden in die Beratung von völkerrechtlichen Verträgen frühzeitig mit einbezogen, der Verhandlungsstand von Anfang an öffentlich gemacht. Abschnitt 5. Schlussbestimmung. Liebe Regierung, liebe Lobbyisten, kommt damit klar, ihr kommt nicht mehr an uns vorbei. Weiterhin konsequent zu unterstellen. Wir wollen die Leute kommen, weil die sind
Können wir noch eine ganze Reihe machen, oder? Das haben wir ja schon erschießen, unschuldige Flugzeugpassagiere.